Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Viele haben sich ja auch direkt den neuen Hammer gewünscht und deshalb kommt der direkt nach dem Sturmgewehr. Hüllenverzerrer. Eigentlich, ich freue mich einfach mega, die Waffe vorzustellen, weil ich habe mich schon super gefreut, als ich den gezogen habe. Ich habe mich super gefreut, als ich den in den Patchnotes gelesen habe, was der so kann. Und ihr seht hier direkt, wie ich ihn geperkt habe und warum. Also erstmal gehen wir hier auf Vorteile modifizieren. Mein letztes Perk, bei der Eliminierung eines Feindes wird ein sich ausdehnender Ring erschaffen, der Schaden verursacht, kann nur alle 4 Sekunden auftreten. Warum ist das gerade bei der Waffe so genial? Also ich stelle euch ja immer sowieso die neuen Perks immer mit anderen Waffen vor und im Endeffekt ist es sowieso das 6. Perk, was drauf ist, ist persönliche Präferenz. Ich muss aber echt sagen, ich habe den Hammer jetzt mit dem 7 Kugeln Perk getestet, das was auf meinem Sturmgewehr drauf war. Und ich habe ihn mit dem Ring getestet und ich muss sagen, also ich persönlich finde den Ring viel, viel geiler, weil der Schaden einfach, ja, da kommt nochmal richtig böse rüber. Auf Energie ist er standardmäßig, keine Änderung verfügbar. Dann habe ich ihn auf Doppelkrit gemacht, ja, kritischer Schaden, kritische Trefferwertung. Und hier habe ich dann Rüstung reingemacht, weil wir ziemlich viel in der Nähe von Gegnern sein werden. Klar, es ist eine Nahkampfwaffe, aber wir ziehen ja auch die Gegner an uns ran. Hä, was? Wir ziehen die Gegner an uns ran? Ja, der Hammer macht ein schwarzes Loch. Ja, ein heftiger Hammer, der wenig Einschlag, aber viel Schaden verursacht. Schwarzes Loch, ein schwerer Angriff, der alle Hüllen zum Hammer zieht und dann Schaden verursacht. Das heißt, wir klatschen auf den Boden, machen so eine kleine Singularität und dann kommt einmal alles angesaugt. Alles bis auf wirklich die dicken Nebelmonster und dann wird nochmal Schaden gemacht. Das Schöne ist, alles was durch diesen angesaugten Ranzi-Schaden nicht umgehauen wird, da wird dann der Ring ausgelöst, wenn wir mal etwas killen. Auch nur, wenn was Kleines dabei ist. Und der Ring macht dann nochmal Schaden. Zusätzlich haben wir halt die Waffe noch auf Doppelkrit. Das heißt, sie haut sowieso richtig krass rein. Plus, ich muss sagen, ich habe sie auf Sonnenschein bzw. Schattensplitter entwickelt, weil ich einfach diesen mehr Schaden unbedingt haben wollte. Ich habe jetzt hier komplett gesagt, gut, Angriffsgeschwindigkeit ist zweitrangig bei dem Ding. Hier will ich ganz viel Schaden haben, weil ich will auch viel killen. Relativ schnell. Dadurch auch das Perk triggern. Und vor allem ist es wichtig für mein Helden-Setup. Helden-Setup gehen wir jetzt direkt mal drauf. Das ist nämlich etwas, da sind ein paar neue Helden bei. Wir haben einmal, das ist ein Experiment-Setup, das ist jetzt die dritte Runde, die ich damit spiele. Und bisher war ich sehr zufrieden, habe nichts auszusetzen, deshalb stelle ich euch das auch gerne so vor. Ich habe die Schildkraft.exe durch den Eddie, ja, unser neuer Kastenkopf hier. Steht hier wie Eddie der Boss mit seinen verschränkten Metallarmen. Als Teamvorteil habe ich etwas, das habe ich noch nie benutzt. Ich habe einfach nicht wirklich was anderes gefunden, was hier wirklich super gut reinpassen würde. Ich habe immer mit der Ruhe. Nahkampfangreifer werden 2 Sekunden lang eingefroren, Nebelmonster werden um 43% verlangsamt. Gerade da wir so viel im Nahkampf sind, auch für die höheren Level. Ich habe es jetzt getestet, bis 140er Gegner, keine Gruppenmission 128er. Da würde ich echt noch verzichten auf den Nahkampf. Aber es lief echt gut. Dann habe ich die Saurier-Klauen drin von der Paleoluna. Die gibt es ja in der alten Questreihe. Nahkampfwaffenschaden 5,5% der aktuellen Kondition erhöht. Genau, Schildkraft.exe sorgt dafür, dass unsere Energiekrits 96% Damage des Schildes noch machen. Was verdammt, verdammt nice ist, wenn ihr bedenkt, ihr könnt den Schildpylon aktivieren für 20% mehr Schild. Und Saurierklauen, ihr könnt den Konditionsboost aktivieren für 20% mehr Kondition. Das hat natürlich den Vorteil, ihr macht mehr Schaden. Und zwar im Energiebereich. Ihr macht mehr Schaden. Einfach komplett allgemein, weil eure Kondition ist höher, euer Schild ist höher und diese beiden Perks hier, die sorgen dafür, dass ihr ja, durch einen höheren Schild mehr Schaden macht und durch höhere Gesundheit mehr Schaden macht. Dann haben wir aber auch noch den Energieentzug durch den intergalaktischen Ken, was dafür sorgt, dass wir uns heilen und zwar um 8,5% des Schildes und umso höher das Schild, desto höher ist natürlich auch die Heilung. Zwar von den Prozenten her nicht, aber von den Zahlen her. Was auch wieder ganz nice ist. Dann habe ich noch die Plasma-Kettung drin von dem Cyberclops, auch ein neuer Held. Das ist ja hier fast komplett mit neuen Helden. Fällt mir gerade erst auf. Energieschaden kann mit einer Chance von 20% auf nahe Feinde überspringen und dabei 58% des ursprünglichen Schadens verursachen. Das heißt, ja, wenn wir jetzt 5 Gegner ranziehen, dann wird einer mit Sicherheit nochmal 58% Bonusschaden einfach oben drauf kriegen, was nochmal dafür sorgen kann, dass er umfällt. Was nochmal dafür sorgen kann, dass wir uns hochheilen, weil wir einen Kill damit gemacht haben. Attentat habe ich noch so drin, einfach nur, ja, das war testweise drin, aber es hat mir doch sehr gut gefallen, weil wenn zum Beispiel ein Miniboss kommt und man zieht sich die kleinen Gegner an den Miniboss ran mit dem schweren Schlag, dann ist es ganz cool, weil es ist wirklich abnormal,
was Attentat dann noch für einen Schaden anrichten kann. Also der Miniboss gerade eben in der Atlas-Mission, der wurde einfach klein geschreddert. Und Wildnis-Spezialist habe ich noch drin, um unsere Kondition aufrecht zu erhalten, auch wenn wir unseren Schild die ganze Zeit heilen. Aber das habe ich drin, um die ganze Zeit den maximalen Saurier-Clown-Bonus zu fahren. Könnt ihr aber definitiv ersetzen, je nachdem wie ihr spielt, wie safe ihr spielt. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so absolut der Nahkampftyp, deshalb brauche ich persönlich diese Heilung schon, damit ich eher mit Saurier-Clown noch was anrichten kann. Wir gehen mal ins Gameplay. So, nehmen wir im Gameplay erstmal den 106er, der komplett auf blau geperkt ist, und danach nehmen wir auch den 130er, der komplett legendär geperkt ist. Aber gut, hier habe ich jetzt nur 100er Gegner. Ich habe eben den 106er noch gegen 132er Gegner genutzt. Ebenfalls super funktioniert. Aber ich zeige euch mal, wie schön man damit im Spawn stehen kann. Habt ihr auch eben schon kurz gesehen. Gut, Bienen sind natürlich immer nervig. Klatsch. Das ist natürlich der schwere Angriff, also es zieht ein paar Gegner an sich ran. Ist natürlich jetzt keine Überreichweite, eher so anderthalb Kacheln mäßig. Aber, guck mal hier, jede Menge kleine Gegner, zack. Einmal Schaden durch die Singularität, dann nochmal, oder so das schwarze Loch und zu viel Borderlands gespielt. Oder auch Schaden hier. Ah, nicht genug Energie, Naturhüllen. Komm, Energie gehen wir ein bisschen hoch. Laufen wir mal ein bisschen, sammeln uns ein paar mehr Gegner an. Wieder den 106er und... Und da war noch der Damage-Ring plus überspringende Zahlen. Klappt natürlich auch mit einem normalen Angriff ganz gut. Ich finde, du kannst wirklich super im Spawn damit kämpfen. Deshalb gehe ich auch nicht in eine dicke Gruppenmission rein, weil da spawnen erstens viel mehr Gegner. Plus, ihr habt gerade gesehen, die werden auch hier eingefroren, aber wenn halt viele Bienengegner da sind, ne, fernkampfmäßig, das ist natürlich etwas kritisch. Hier habe ich jetzt natürlich auch die heilenden Rauchwolken von den Gegnern, das heißt, sie halten auch ein bisschen mehr aus, wenn ich sie nicht One-Hit wegklatsche. Können wir eine Wand erneuern, auch mal super. Jetzt wieder hier das Loch erschaffen, zack, Schild fast wieder voll. Ja, der Laserbrudi. Der kriegt sie auch nochmal drüber. Ja. Ist natürlich doof gegen Naturhüllen, da kann ich meinen schweren Angriff jetzt nicht so spammen wie bisher. Und sonst gegen Feuerhöhlen gespielt die meiste Zeit. Aber was halt praktisch ist, ihr verursacht Unmengen an Energieschaden. Das heißt, gegen elementare Hüllen ist das extrem krass. Wenn ihr viele physische Hüllen dazwischen stehen habt, dann ist der Konstrukteur als Kommandant natürlich ebenfalls super hilfreich, weil ihr könnt nämlich einfach, sofern ihr Energie habt, Moment, das lässt sich sofort regeln, wenn ich mal ein bisschen was kriege hier, könnt ihr natürlich auch eure Fähigkeit benutzen mit dem Hammer. Vorwärtskommando. Erstmal noch den weghauen. Und wenn das jetzt hier alles physische Gegner wären, nein, das gehörte nicht zur Animation dazu. Ich bin Öfen Hydranten gestolpert, aber hier 180.000er Hit auch nochmal reingehauen. 200, was? Was? 270.000 oder habe ich mich gerade gut verguckt? 180.000er Hits. Das Schöne ist natürlich, ihr habt noch hier diesen Schild. Gut, den konnte ich jetzt nicht mehr benutzen. Erstmal alles eingefroren. Es ist einfach praktisch. Also der 106er ist auch schon super ausreichend. Und der haut nicht mal diese extrem hohen Crits raus. Aber ihr seht natürlich an den Lebensleisten der Gegner, dass die sich relativ schnell verziehen. Was auch noch ein Vorteil ist an dem Kommandanten hier und beziehungsweise an dem Helden-Setup allgemein mit der Heilung durch Energieschaden-Kills. Wenn ihr eure Geschütztürme hochschickt, die Energieschaden verursachen, achtet bitte auf meine Schildleiste. Zack, zack. Schildleiste füllt sich durch meine Geschützturm-Kills. Finde ich ein super praktischer Nebeneffekt. Das funktioniert übrigens auch mit dem Plasma-Impuls, den der Held hier hat. Moment. Also hier mit dem Teil. Dadurch könnt ihr euch auch noch heilen, wenn ihr Kills damit verursacht. Finde ich mega praktisch in dem Setup. Danke übrigens, intergalaktischer Ken. Ich denke, wir gehen mal zu einem anderen Spawn oder vorne geht es ein bisschen mehr ab. Und wenn es richtig abgeht in einem Spawn, dann hilft euch natürlich auch die Zeitverzerrung. Da könnt ihr schön die Gegner zu euch reinziehen und die kommen eigentlich gar nicht dazu, euch anzugreifen. Und das tut echt weh. Also für die Gegner ist das wirklich krass. Die sind so stark verlangsamt, dass sie wirklich nicht dazu kommen können, euch anzugreifen. Jetzt muss ich mal was testen. Habt ihr gerade gesehen? Ich habe mit dem schweren Hammerschlag des Propanfass in das Loch reingekickt. Also ihr triggert die auf jeden Fall damit. Aufpassen, bitte. Bitte, bitte, bitte. Dieser Plasma-Impulsring, der ist auch noch richtig perfekt, finde ich, für die Waffe. Mal gucken hier. Zack. Hab ich angegriffen, ist er eingefroren. Muss ich die sammeln hier oder jemand anders? Keine Ahnung. So, Nebelmonster zieht das ganze Ding nicht wirklich an. Wie gesagt, aber Schaden verursachen wir trotzdem genug. Es ist halt wirklich, also die Schwäche von der Waffe, ne, durch die Mobilität auch noch, ist definitiv Fernkampf. Also wenn Laserbrudis
oder diese neuen Pistoleros, die Zapper, Blaster, Viecher, wenn die ankommen, dann ist eigentlich relativ schnell vorbei, zumindest wenn sie in Massen spawnen. So hält sich das Ganze auf jeden Fall noch in Grenzen. Das war nur die 106er bisher. Wobei die Gegner sind ja auch nur Level 100. Wenn ich jetzt mal die 130er nehme, wird sich auch nicht viel ändern, weil die sowieso größtenteils One-Hit gestorben sind hier. Ich gehe mal hier oben mitten in den Spawn. Schweber, Bienen, Laserbrudis. Hier wird es eigentlich kritisch. Aber ihr könnt ja sehen, wie ich hier gegen heile. Mit einem Hit betäubt und 70% Leben abgezogen. Hier haben wir den Miniboss. Was hat er denn? Abpraller, Wegstoßen, Wandschwächung. Okay, komm mal mit, Miniboss. Platsch. Gut, bei dem würde ich jetzt eigentlich am liebsten Vorwärtskonstrukteur benutzen. Zack. Damit könnt ihr den super einfach wegtanken und vor allem achtet mal auf die Lebensleiste. Ich verprügel den gerade ziemlich alleine hier. Da kam gerade der Wolf zur Hilfe. Aber der Konstrukteur, physischer Miniboss. Ja, der haut quasi mit seinem Fleischhammer einmal drauf und dann ist der Matsch, der Boss. Ich weiß nicht, wie man das wirklich anders gezielt beschreiben soll. Wenn man ein bisschen Heilung braucht, nochmal ein Türmchen hochschicken. Da habe ich wieder das Fass getriggert und sogar an die Wand vom Fallentunnel gekickt hier. Das wird immer auch noch repariert, tut mir leid. Deshalb sage ich ja aufpassen mit dem Teil. Am besten wirklich im Spawn drinstehen. Dann könnt ihr auch keine Tunnel beschädigen, weil im Spawn würden die Tunnel sowieso kaputt gehen, durch den Spawn. Aber wenn ich immer so ein bisschen schwingend durch die Gegend laufe, nur ein bisschen spazieren, schön mit dem Linksklick. Das ist schon echt gemütlich, ja, das ist quasi idiotenfrei. Ich habe natürlich auch den Konditions- und den Schildboost aktiv. Boah, hier ist wieder viel los. Alles ranziehen, das ist so cool, ne, das schwarze Loch verursacht jede Menge Schaden. Und was überleben sollte, das wird dann einfach noch weggehauen durch den Plasma-Impulsring. Nee, 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 nicht mich immer angreifen hier. Haben wir den schweren Angriff, wieder die ganze Masse weggehauen, bis auf den, der vor mir stand, lustigerweise. Aber er wurde eingefroren. Ist natürlich ein bisschen schwerer zu erkennen. Ich denke, ihr kriegt so ein Gefühl dafür, warum ich so ein komisches Experiment-Setup drin habe. Es ist zwar voll auf Heilung und Tank und ein bisschen Damage noch basiert, aber der Schaden reicht halt aus. Das Tanken, also das Wegstecken vom Schaden, ist auch noch richtig super in dem Setup. Ich habe nicht mal die Rüstung erhöht, nur durch meine Waffe, die 40 Rüstung auf dem Perk. Und ihr seht jetzt hier wieder, mein Schild ist komplett weg. Dann machen wir einfach so. Schild wieder halb voll, die Heilung kommt auch noch hinterher. Auf meinem Gesundheitsbalken. Es ist ein praktisches, echt böses Nahkampf-Konstrukteur-Setup. Und der Hammer, ganz ehrlich, ich finde den Hammer richtig nice. Die erste Runde, die ich gespielt habe, wusste ich gar nicht, was ich davon halten soll. Aber gehen wir mal so richtig ins Fazit rein. Also Fazit zum Hüllenverzerrer und gleichzeitig zum Helden-Setup. Ich muss sagen, ich bin vollstens zufriedengestellt, obwohl ich, wie gesagt, nicht so der Nahkampftyp bin. Aber die Kombination mit dem ausdehenden Ring und der Singularität bzw. dem schwarzen Loch ist einfach heftig. Der Crit-Schaden haut richtig rein auf der Waffe, auch wenn sie auf Energie begrenzt ist. Energie ist sowieso das, was man im späteren Zeitraum größtenteils spielen wird, weil halt so viele elementare Höhlen da sind, außer natürlich in den höchsten Gruppenmissionen. Da würde ich immer empfehlen, das passende Element zu spielen, also bei Wassergegnern, Naturwaffen und so weiter, immer das kontermäßige Element. Und wie gesagt, das Helden-Setup, es ist experimentell. Aber ich bin aktuell super zufrieden. Was ich halt wirklich eventuell austauschen würde, wäre Wildnisspezialist. Vielleicht tauscht man das dann aus mit Energieeffizienz für den schweren Angriff vom Hammer, damit man noch häufiger dieses schwarze Loch erschaffen kann, um häufiger die Gegner zu sich zu ziehen. Das Schöne ist ja, das unterbricht ja auch noch die Gegnerangriffe, weil sie ja rangezogen werden. Zeitverzerrung ist definitiv the way to go in diesem Setup. Wirklich, wenn kritisch im Spawn, dann einfach die Zeitverzerrung hinschmeißen und weiterkämpfen. Ihr habt gesehen, 3-4 Gegner reichen aus, Schild ist wieder halb voll. Wirklich eine sauschöne Kombination. Mein erster Nutzen für immer mit der Ruhe als Teamvorteil und ich bin super zufrieden damit. Ich hoffe, ihr könnt den Hammer auch mal genießen.